Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Heute erfahren wir etwas über das Matrix-Reimprinting und wie man mit dieser Methode Traumen sanft auflösen kann. Ich habe einen ganz tollen Studiogast bei mir, das ist Eva Gehrig. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und einzige Trainerin in diesem Bereich in Deutschland. Sie wird uns erklären, wie man die Traumen auflösen kann mit dieser Methode, aber auch, was ist überhaupt ein Trauma? Ich freue mich darauf. Bleiben Sie dran. Ganz herzlich willkommen, liebe Eva. Schön, bist du wieder bei uns. Ich freue mich sehr, sehr, mit dir dieses Thema zu besprechen, weil es ein ganz großes Thema ist, auch mit ganz vielen Missverständnissen behaftet. Die Leute wissen wirklich manchmal nicht, was ist überhaupt ein Trauma. Und es ist schön, das mit einer so großen Fachperson besprechen zu können. Schön, bist du bei uns. Ja, vielen Dank, dass ihr hier Matrix Reimprinting, diese Plattform, gibt. Das ist noch eine sehr junge Methode und sehr unbekannt im deutschsprachigen Raum. Und ich finde sie dennoch genial. Und ich habe jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal Notizen gelesen, so von früher. Und da ist mir eine E-Mail von einer anderen Therapeutin in die Hand gefallen, die gesagt hat, ich bin so dankbar für diese Technik, die muss vom Himmel gekommen sein. Wow. Und ja, manchmal fühlt es sich wirklich so an, und weil es so, kann ich vielleicht schon vorwegnehmen, es ist relativ spielerisch, es ist einfach, und Menschen, die intuitiv unterwegs sind, die sind sehr, sehr gut mit Matrix Reimprinting bedient. Mhm. Aber erstmal möchte ich auf das Wort Trauma eingehen, ganz kurz zumindest. Trauma ist nicht wirklich definiert. Mhm. Es verstehen ganz viele Menschen unterschiedliche Sachen unter Trauma. Und die Weltgesundheitsorganisation, die sagt nämlich zum Beispiel, es ist ein Trauma ist eine außergewöhnliche Bedrohung, muss das sein, von einem katastrophenartigen Ausmaß. Und das sehen wir beim Matrix Reimprinting komplett anders. Ja. Wir meinen, und ich habe jetzt 14 Jahre eine Praxis, das heißt, ich habe weit über 5.000, 6.000 Matrix Reimprinting Sitzungen gemacht, merken, dass oft kleine Sachen schon traumatisch sind. Situationen, wo ein Mensch hilflos ist, sich komplett ausgeliefert fühlt oder ganz typisch alleingelassen, in irgendeiner Form isoliert ist, kann zu einem Trauma führen und definitiv zu einer Prägung in seinem Leben. Ja. Ja? Und wir kommen beim Matrix Reimprinting ganz häufig in die frühen Jahre zurück. Ja, weil man sich natürlich vorstellen kann, dass ein Kind sehr leicht mal hilflos ist oder sich alleine fühlt. Und aus unserer Sicht entstehen da eben schon die Prägungen dann auch. Sehr schön, wie du das erläuterst, weil ich glaube, das ist wirklich auch ein großer Irrtum, weil man denkt, Trauma muss so etwas Gewaltiges sein und sich wiederholende Dinge, die einem nicht gerecht werden oder nicht gesehen werden, oder das kann so vieles auslösen, eben auch ein Trauma oder eben so auch Glaubenssätze, die uns behindern, wirklich zu dem wunderbaren Menschen zu werden, der wir eigentlich gedacht wären. Und ich finde das so toll, dass du das da auch so ausführst, weil viele Menschen sagen mir auch, ja, ich habe ja eigentlich kein Trauma, genau, und trotzdem habe ich das. Genau. Und finden sich dann noch, fühlen sich komisch oder denken, mit ihnen stimmt irgendetwas nicht. Und deshalb finde ich das auch so wichtig, dass du das so gut erklärt hast. Mhm. Vielen Dank. Gerne. Und was wir jetzt auch glauben oder erfahren, ist, dass im Unterschied zur klassischen Psychotherapie,
wir uns das vorstellen, dass da auch auf energetischer Ebene etwas passiert. Mhm. Dass dort nämlich immer sowas wie ein Teil unseres Bewusstseins sich regelrecht abspaltet. Man kann sich das vorstellen, dass da wie so eine Blockade entsteht oder hilfreich ist die Vorstellung einer Art Traumakapsel. Mhm. Und in dieser Kapsel ist alles gespeichert, was in dem Moment subjektiv für die Person relevant war. Mhm. Ja, die sieht vielleicht noch das Bild vor sich oder hat den Geruch. Ja, die weiß genau, was sie selbst an dem Tag angezogen hat. Alle Sinneseindrücke mhm. sind dort gespeichert mhm. und natürlich auch die Emotionen. Mhm. Ja, die Angst, die Wut. Vielleicht ist es eine Starre. Egal was es ist. Und zu einem Teil, wir kennen das, dass wenn man erstarrt, ja, dass das gegebenenfalls sogar eine Hilfe ist, weil man gewisse Sachen nicht mehr spürt. Ja, dass diese Erstarrung sozusagen ein Schutz ist für uns. Das Problem ist, wenn die nicht aufgelöst wird und in dieser Kapsel oder Blockade, es gibt so viele, wir brauchen immer Bilder, wir mhm. Menschen, ja, drin bleibt, nicht aufgelöst wird, dann ist es so, als würde das für uns immer noch passieren. Ja. Also ich vergleiche das manchmal so, ich habe meinen Schreibtisch und da liegen hier jetzt so meine Akten drauf, mhm. ja, und es wird nie in den Keller gebracht, ja. Also die traumatischen Strukturen bleiben einfach da und laufen mir täglich sozusagen oder immer wieder über den Weg. Mein Körper glaubt, es mhm. ist noch wahr. Ja. Ja, sie werden nicht abgespeichert. Ja. Im Basen, das kann ne? sich ja auch ganz verschieden dann äußern. Manchmal mhm. sind das ja auch noch körperliche Symptome, die man gar nicht so in Zusammenhang bringen mhm. kann. Mhm. Und was ich auch ganz spannend finde, was du erwähnt hast, die subjektive Empfindung. Mhm. Weil manchmal sagt jemand objektiv, ja, die Eltern zum Beispiel, ja, das war doch gar nicht so schlimm damals, das war ja nur so und so. Aber die subjektive Empfindung und auch in welchem, was der Mensch dann für eine Resilienz hat, wie er das dann auch verarbeiten kann, das ist ganz wichtig, dass man da auf die eigene Wahrnehmung auch vertraut, dass da etwas ist und nicht denkt, ja, da war ja gar nichts. Ja. Und bei Matrix Reimprinting geben wir dieser Traumakapsel den Namen Echo. Okay. Das Echo ist eine Abkürzung, steht für Energetic Consciousness Hologram. Mhm. Meine Klienten brauchen das überhaupt nicht wissen. Mhm. Ja, das ist nämlich viel einfacher ausgedrückt, es ist ein Teil, ein jüngeres Selbst. Mhm. Oder es ist ein Aspekt von einem selber. Ja, man spricht ja auch von einem inneren Kind. Ja, ja. Und wir sagen immer, oder ich sage immer, wir haben inneren Kindergarten. Ja, ja. Weil das sind ganz viele Teile von uns, die nicht mhm. erlöst sind, die eingefroren sind. Ja, wo die Energie nicht gut fließen kann. Und wir gehen praktisch zu diesen jüngeren Ichs hin. Und behandeln sie, als wären sie Persönlichkeiten. Mhm. Ja, also sagen wir mal, du hättest irgendwas Schlimmes mit 8 Jahren mhm. erlebt. Ja, würde ich sagen, okay, ich beklopfe dich. Ja, aber letztendlich beklopfst du im Geiste dein jüngeres Ich. Ah, spannend. Ja, jetzt habe ich gesagt, ich beklopfe, habe aber noch gar nicht erklärt, ja. dass das Matrix Reimprinting nämlich auf der Technik EFT, das mhm. heißt Emotional Freedom Technik, basiert. Die ist sehr bekannt vermutlich. Mhm. Und das ist eine Technik, wo 14 Meridianpunkte geklopft werden, mhm. Hier im Gesicht werden Punkte geklopft, hier unterm Arm und auch noch an der Hand, um Zugang zu diesen Energien, zu dem feinstofflichen System zu bekommen. Ich gebe also einen Impuls über das Klopfen an diese Akupunkturpunkte und erreiche so sozusagen die feinstoffliche Energie. Unsere Meridiane sind Schnittstelle zwischen unserem Körper, mhm. der natürlich auch einen Impuls kriegt, der ihm gut tut, wie man inzwischen weiß, ja. Und aber auch habe ich die Möglichkeit, an diese energetische Ecke zu kommen damit. Noch leichter, als wenn ich das zum Beispiel nur über Gedankenkraft machen würde.
Okay, einfach auch für das Verständnis. Eigentlich, wenn man ja sein inneres Kind beklopfen möchte oder das Echo, wie du das genannt hast, muss man zuerst sich selbst in der Gegenwart beklopfen oder startet man da direkt mit dem? Oder wie können sich die Menschen das vorstellen? Ja, genau. Ich versuche es nochmal besser zu erklären. Du hast das gut erklärt, ich habe die Überschrift von diesem Beitrag ist ja Traumen sanft auflösen. Mhm. Und das ist das Wunderbare an Matrix-Reimprinting. Bei den normalen Klopftechniken muss ich in die Emotionen reingehen. Ja. Das heißt, ich hole mir die Energie sozusagen in den Körper, klopfe, spüre die Wut, spüre den Hass, egal was, auch immer. Ja, was unglaublich befreiend ist. Aber viele meiner Klienten, die schwer traumatisiert sind, wollen das nicht nochmal spüren. Ja, ja. So. Und Matrix Reimprinting ist eine dissoziative Technik. Das heißt, ich muss nicht mehr in das Gefühl rein, sondern ich bin letztendlich der Beobachter. Ja. Ich sage meinen Klienten, sie sollen ihr jüngeres Ich außerhalb sehen. Spannend, ja? So. Und dann zu ihm gehen. Was ist der Vorteil davon? Der Klient muss nicht in die Emotion reingehen. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Ja, er kommt sofort aus der Opferrolle raus, weil er ja seinem jüngeren Ich hilft. Toll, ja. Ja, er sagt zu dem, ich habe gesagt, wir behandeln diese Echos wie Persönlichkeiten. Er sagt zu dem, ich komme aus der Zukunft. Ich bin da, um dir zu helfen. Ja, wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Ja, das heißt, wir gehen an einen ganz bestimmten Punkt und können dort Dinge auflösen. Wow. Ja. Und wir können ihm zusätzlich noch Ressourcen geben. Wow. So toll. Das ist ja so wie auch die Heilarbeit mit dem inneren Kind, aber noch natürlich viel umfassender. Und was ich jetzt wirklich ganz, ganz spannend finde, ist, dass ja eben gerade bei Menschen mit Traumatisierungen man ja nicht wieder in diese Überwältigung zu viel, zu schnell wieder in den Traumacharakter reingehen soll und möchte. Und dass man da ja dann nicht ganz einfach arbeiten kann, um wirklich diese Dinge aufzulösen am äußersten Rand. Ja. Und aus dieser sicheren Position zu arbeiten, das finde ich ja also hochinteressant. Und es kann sein, bevor ich zu dem jüngeren Ich gehe, zu dem Echo, dass die Menschen sagen, oh, ich bin so aufgeregt. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich muss da gleich hingehen. Ja. Ja, dann klopfe ich erst die Aufregung bei dieser Person weg. Das Beklopfen wirkt tatsächlich und sorgt dafür, dass der Cortisol-Level zum Beispiel, also das Stresshormon gesenkt wird. Bis zu 21% nur in einer Sitzung. Wow. Ja. Der Parasympathikus wird aktiviert. Also die Leute werden entspannt. Und bevor ich überhaupt mit der Arbeit anfange, sorge ich dafür, dass mein Klient entspannt ist und ich selber auch. Ja. Wir machen eine kleine Vorübung, eine Atemübung. Ja, weil nur wenn ich aus dieser entspannten Haltung zu meinem jüngeren Ich gehe, kann ich dem natürlich auch helfen. Wow. Ja, ich kann, stell dir vor, du gehst zu einer Therapeutin, ja, und die ist komplett aufgelöst, aufgeregt, ja, und weint am besten noch mit, ja, das geht nicht. Ja. Also ich muss meinen Klienten in so einer Position haben, wo er sagen kann, ja, ich bin bereit, dorthin zu gehen und meinem jüngeren Ich jetzt zu helfen durch das Klopfen. Und das Spannende, was dabei passiert, und das ist ein weiterer großer Punkt, ist, dass wenn ich bei dem jüngeren Ich Dinge wegklopfe, transformiere, es sind Worte. Ja. Es ist so, dass das jüngere Ich auf einmal sagt, ich bin jetzt auf einmal gar nicht mehr traurig oder die Wut ist weg. Ja, dass neue Bilder entstehen. Ich steige ja sozusagen in eine alte Situation ein und die hat ein gewisses Bild. Ja, und ich vergleiche das gerne mit einem Farbeimer. Wenn ich Farben mische, habe ich ja eine bestimmte
Farbe am Ende, ja klar. Und wenn ich jetzt aus diesem Farbeimer Dinge rausnehme, ich nehme also Blau raus, weiß ich, steht für Trauer oder was, und ich nehme Rot raus für Wut, ja, dann verändert sich ja automatisch die Farbe. Und genauso ist das mit dem Bild. Das ist nicht, ich will jetzt, dass das anders wird, sondern die Leute sagen mir auf einmal, die ist jetzt ganz entspannt. Och, die würde am liebsten was anderes machen. Ja, etwas, ja, was ich damals nicht konnte. Ich würde gerne mal meine Wut rauslassen, zum Beispiel. Und dann sage ich, bitte, mach das. Ja. Aber das muss nicht der Mensch machen, der bei mir auf dem Stuhl sitzt, sondern das kann das jüngere Ich. Ja, ja. Ja? Also das kann sein, dass die wirklich wütend werden und jemanden vielleicht sogar mal kurzzeitig angreifen oder das Geschirr zerdeppern oder sonst irgendwas machen. Letztendlich, was passiert? Die erstarrte Energie wird freigesetzt. Wow. Es kommt praktisch immer zu einer Bewegung. Die Leute wollen eben mal was rauslassen. Aber die integriert werden kann, das ist ja absolut ganz wichtig, oder? Genau. Und also ich bin jetzt wirklich komplett begeistert, weil ich arbeite ja auch mit traumatisierten Menschen. Ich kenne das aus meiner Arbeit, aus der Essay-Arbeit, aber auch aus den Kliniken. Und wie ich sehe, wie schwierig man da an diese Dinge wirklich rankommt und wirklich dann auch erstens nicht zu viel auslöst, dass das wieder nicht im System verarbeitet werden kann oder eben dann auch gar nie an die Dinge kommt, weil es einfach zu viel ist und viele Menschen schützen das auch. Das ist ja auch sehr intelligent gemacht. Alles, was dann zu viel und zu schnell ist, ist dann irgendwo auch abgetrennt. Ja. Und da ist es ja auch nicht sinnreich, da reinzugehen. Und für mich ist das jetzt wirklich, obwohl ich mich so viel schon mit diesen Themen beschäftigt habe, ein absolutes Novum, wie du das machst, das ist wirklich wunderbar. Das werde ich ganz bestimmt weiterverfolgen. Was auch ganz spannend ist, ja, weil du sagst, wenn es wirklich schwer traumatisierte Leute sind, die Störung im Energiesystem ist ja da. Ja. Ja? So, und dann sage ich, geh bitte zu einem Zeitpunkt zu deinem jüngeren Ich, wo es schon vorbei ist. Ah, ja, ja. Ja, also nicht in den Moment des Unfalls, der Vergewaltigung oder sonst was, sondern danach, wo ich weiß, dass ich in Sicherheit bin oder das jüngere Ich. Ja, und das Schöne ist ja auch, wenn ich jemanden habe, der aus der Zukunft kommt, der kann schon mal sagen, du hast überlebt. Ja. Oder im besten Fall, dein Leben ist sehr viel besser geworden. Ja. Ich möchte vielleicht mal ein Beispiel bringen. Gerne, daran, gerne. Dann ist es leichter zu erklären. Ich hatte eine Klientin, die kam zu mir und die hatte zunehmend Schwierigkeiten zu essen. Und wow, das ist gefährlich. Ja, also das ist, sie hat noch gegessen, aber zum Beispiel konnte sie nicht mehr mit Kollegen essen gehen. Ja. Und sie hat sich auch gedacht, woher das kommt. Ja, weil sie hat mal mit 6 Jahren etwa eine Gräte verschluckt. Mhm. Und wir sind dann zu diesem jüngeren Ich gegangen und was die Gräte verschluckt hatte. Ja, und haben dort die Ängste beklopft. Ja, das ging bis dahin, meine Angst, keine Luft mehr zu kriegen, meine Angst zu sterben. Das war mit Todesangst verbunden. Der Vater war Arzt, hat die Gräte rausgeholt. Und das war, also von daher hatte es eine gute Lösung damals. Wir mussten da nichts verändern, sondern nur die negativen Emotionen rausholen. Und diesem jüngeren Ich in seinem Schockzustand dann, nachdem das aufgelöst worden ist, auch sagen, schau, du hast wirklich überlebt. Ja, es ist wie eingefroren gewesen. So, und dann sagte mir die Frau, nachdem wir das gemacht haben, nach der Sitzung, es ist schon viel besser, aber es ist noch nicht weg. Ich möchte noch mal kommen. Dann sage ich, ja, bitte. Und sie wusste aber nicht unbedingt, warum. Dann haben wir noch mal mit dieser Angst angefangen, die Angst beim Essen zu ersticken, ja. Und das Erstaunliche ist, wenn man klopft, das ist wie so ein Schütteln vom energetischen System. Dinge kommen hoch, an die man sich gar nicht mehr erinnert hat.
Und bei ihr kam auf einmal die Erinnerung, jetzt komplett logisch, aber sie hatte sie damals nicht. Sie hatte eine Not-OP, wo sie eine Magensonde schlucken musste. Ah, okay. Was für sie extrem schwierig war, die Magensonde zu schlucken. Dann sind wir dorthin gegangen, haben das wiederum aufgelöst, haben dem Körper klargemacht auf allen Ebenen, es ist vorbei. Ja, haben die Energie ins Fließen gebracht. Sie ging wieder nach Hause, sagt, es ist immer noch nicht. Sag ich, okay, wieder herkommen, wieder viel besser. Ja, dann sind wir dorthin gegangen, wo sie ihre erste Panikattacke hatte. Das war nach ihrer standesamtlichen Hochzeit. Sie weiß gar nicht, warum sie die da hatte, in einem Auto. Auch die Sache haben wir beklopft. Ja, und danach, sagt sie, war es viel, viel besser. Also sie konnte dann nicht nur viel besser, sie hat normal gegessen, sie hat auch wieder Fisch gegessen. Es war überhaupt kein Problem mehr. Und nachdem sie diese guten Erfahrungen gemacht hat, sagt sie, ja, ich würde ja auch so gerne Kinder kriegen, aber das klappt nicht. Oh. Dann haben wir an dem Thema noch gearbeitet. Ja, und das war dann nur noch eine Stunde oder zwei. Inzwischen ist die Frau Mutter von zwei gesunden Kindern, sie ist normal. So das Ganze waren insgesamt 6 Stunden. Ja, sie hat keine Panikattacken mehr. Und ich kann mir jetzt persönlich vorstellen, dass sicherlich auch, wenn man schlimme Erlebnisse hat in der Kindheit, wie die mit Todesangst verbunden sind, dass man dann auch sagt, lieber keine Kinder kriegen. Es könnte ja was Schlimmes passieren. Absolut, absolut, ja. Also ich glaube, letztendlich kam das Thema danach. Mhm. Aber das, was wir gearbeitet haben, war vermutlich sehr förderlich für den Kinderwunsch. Wow, das berührt mich sehr, weil ich treffe ja immer wieder so viele Menschen, die wirklich das Leben lang an diesen Dingen auch leiden. Mhm. So mit dieser Arbeit, die ich mache, kann man schon auch wieder in die Geschichte gehen und das verändern. Und das verändert dann auch etwas. Aber es ist halt immer viel anspruchsvoller, als wenn du das mit dieser Klopftechnik machst. Mhm. Oder machst du da auch, dass du zum Beispiel zusammen mit der Klopftechnik auch noch im Nachhinein die Geschichte veränderst, oder ist das wirklich einfach die Klopftechnik? Wie gesagt, mit dem Farbeimer, die Geschichte verändert sich von alleine automatisch. Das ist ein ganz wichtiger Teil, aber es passiert. Ja. Also ich muss mich da nicht anstrengen, weil die Echos sind, sagen wir immer, unser eigentlicher Klient. Ja. Die wissen genau, was sie wollen und was sie brauchen. Ja. Und in einer anderen Sendung werde ich da noch mehr zu erklären, was wir für Bilder entstehen lassen und warum wir sie entstehen lassen. Ja. Weil es ist nicht nur das Wegklopfen, Transformieren von traumatischer Energie, sondern es ist eben auch das Entstehen lassen von neuen Bildern, neuen, die Träger von einer neuen Energie sind, die wir dem Menschen dann mitgeben und die er verstärken kann. Ja, und die dann eben so entstehen, weil sonst als einfaches Beispiel, wenn jemand aus einer Situation nicht weg konnte, dass man im Nachhinein das nochmals durchlebt und die Person kann dann rausgehen, oder? Aber dann ist es natürlich ein gemachtes oder gesuchtes Bild, oder? Und das, was du jetzt sagst, die Echos, die wissen, was sie brauchen. Genau. Und wenn das so entstehen kann, dann ist das Heilsamste, wunderbar. Definitiv. Ja, da bin ich wirklich... Schau auf die Zeit, die geht so schnell mit dir, weil das sind so spannende Themen. Das ist für mich so berührend, weil ich sehe täglich, wie viel Leid gerade aus diesen traumatischen Strukturen oder auch aus den negativen Glaubenssätzen, aus dem bei so vielen Menschen, bei fast allen Menschen im kleineren oder größeren Ausmaß entstehen und wie viel Leid damit verbunden ist und wie viel Einschränkung im Leben. Und da kommst du und erzählst du eine so wunderbare Technik, das müsste man der ganzen Welt zur Verfügung stellen. Da sind wir jetzt dran. Also ich bin sehr, sehr berührt, weil ich ja auch weiß, mit den Menschen, mit denen ich arbeite, wie viel Leid da dahinter steckt. Und ich bin wirklich ganz, ganz berührt von deiner Arbeit und ich freue mich auf die weiteren Sendungen. Ja, jetzt müssen wir aber langsam schließen und Informationen bekommt man ja auf eurer Homepage. Genau. Möchtest du die noch kurz benennen, oder? Ja, das ist
matrixreimprinting.de, ja. Ja. Oder man schaut auf meinen, nach meinem Namen, Eva-Gehrig. Ja. Ja. Da wird auch gegenseitig darauf hingewiesen. Dann super, jeweils, ne? Ganz toll. Wir haben noch viele Fragen, aber die werden wir klären in den nächsten Sendungen. Liebe Eva, vielen Dank, warst du bei uns und hast uns das so gut und umfassend erklärt. Und ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Dankeschön. Liebes Publikum, ich glaube, auch jeder von uns hat ja vielleicht alte Geschichten, Glaubenssätze, die uns ein bisschen daran hindern, wirklich in die Kraft und die Lebensfreude zu kommen. Oder Menschen sogar mit schweren Traumen. Ich glaube, das ist eine ganz große Hoffnung und eine wunderbare Therapie, die wir da jetzt kennenlernen durften und noch weiter kennenlernen dürfen in den folgenden Sendungen. Ich hoffe, Sie konnten auch so viel profitieren. Schön waren Sie dabei. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.